Ultraschalluntersuchung an der Frauenklinik München-Harlaching. Nach Komplikationen in den letzten Wochen zeigen die neuen Aufnahmen, dass bei Anja alles in Ordnung ist. Oh Gott. Es ist sehr ergreifend und sehr emotional, wenn man es sieht, weil man spürt ja sein Kind immer nur und weiß nicht, wie es ihm geht. Und wenn dann ein Mediziner da ist und sagt, es ist alles gut, man sieht das Kind und man wird davon überzeugt, dann ist das schon eine sehr emotionale und ergreifende Sache. Genau. Normale 2D-Ultraschallbilder sind für den Laien ohne fachkundige Erklärung schwer zu interpretieren. Ganz anders bei 3D-Aufnahmen. Ein Knopfdruck und die werdenden Eltern können den Nachwuchs im Detail erkennen. Von der Untersuchung bekommen die Babys nichts mit. Ein Kind kann von den Schallwellen nichts mitbekommen, weil sie einfach unterhalb der Energiemöglichkeiten sind. Und hören kann es allein wegen der hohen Frequenzen auch nicht. Durch den Ultraschall wird das Körperinnere sichtbar gemacht. Schallwellen dringen in den Körper ein und werden von Knochen und Organen reflektiert. Diese Echowellen werden dann vom Computer in ein Bild umgerechnet. 3D-Aufnahmen sind allerdings eine Sonderleistung, die normalerweise nicht von der Kasse bezahlt wird. Kommerzielle Anbieter werben für teure Mami-Pakete. Dieses Baby-Watching ist allerdings ab 2021 verboten. Denn zu intensiver Ultraschall könnte gefährlich sein, so die Einschätzung des Bundesamtes für Strahlenschutz. Wir haben in dem Bereich einfach eine relativ schwache Datenlage für längere Schallintensitäten. Und weil man ein Risiko prinzipiell nicht ausschließen kann, ist es als nicht sinnvoll und nicht ohne erkennbaren Nutzen eben abzulehnen. Professor Dieter Grab ist seit 30 Jahren Ultraschallexperte. Bislang hat er weltweit von keinem einzigen Schadensfall gehört oder gelesen. Dennoch unterstützt er das Verbot. Der Hauptgrund ist, dass die Patientin oder die Schwangere dann meinen könnte, dass alles andere, was an Untersuchungen ansteht, dann auch gemacht wurde und sich in falscher Sicherheit wiegt. Alles könnte in Ordnung sein. Fachärzte halten Ultraschall für unbedenklich. Egal ob 2D oder 3D. Doch nur ein ausgebildeter Fachmann kann die Bilder medizinisch beurteilen.